Moin, willkommen zu den Herausforderungsportalen zwischen den Seasons 18 und 19. Mir ist gerade das Spiel abgekackt, als das wahrscheinlich umgeschaltet ist. Aber egal, deswegen muss ich den nochmal neu starten. Und diesmal ist es Hexendoktor Nummer 125. Sieht so erstmal nach einem Data-Bild aus. Londata. Mal gucken. Ja, es ist Londata. Oder LON sogar. LON, nicht LOD. Nur ein einziger Stein drin. Okay, Giftpfeil da drauf. Ja, oh, ja, mit Angriffsgeschwindigkeit. Ja, es ist halt nicht wirklich doll, ne? Also noch nicht mal eine uralte Waffe, aber mit zwei, oh, zwei, fünf, alter Schwede. Aber keine uralte Waffe. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, wie viel? Mit 86, Alter, wie alt ist der denn? Sechs. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, also, okay, also ich habe mich vertan, also es müssen 12 sein. Kukri drin, alter Schwede, was ist das für ein Bild? Noch mit einer alten Jerams Maske? Henry, okay, gibt es noch irgendwas Altes, was man hier hat oder so? Ich weiß es nicht. Beschlagen ihre Ziele. Ja, das ist auch ein alter Dolchfall. Das ist auch ein alter Dolchfall, sonst würde der ja nochmal zwischen 400 und 500% mehr Schaden machen. Kukri drin. Eieieiei. Keine Opportunisten, dafür mit der Fetischarmee. Oh, das wird schwierig, die aufrechtzuhalten. Okay, das ist die Abklingzeit. Oh, ja, sag mal, was ist das für ein Bild? Boah. Ist wohl ein richtig uralter. Okay. Ja. Okay, also links Splitter. Okay, ja. Nicht eben Nadelspitz. Dann haben wir hier noch die Heuschreckenplage, die auch quasi nutzlos ist. Kommt gleich drauf an, was wir für ein Rift spielen. Dann haben wir hier die Kopfjäger. Boah. Dann haben wir hier den Gigantoid wenigstens. Aber das bringt mir auch nichts, weil ich den Ring nicht habe. Dann haben wir hier Pfad der Heilung und eben die tollwütigen Hunde. Oh meine Güte, was ist hier los? Der ist voll auf Gift gegangen, ne? Na gut, diesen Gift. Oh. Gift, ja. Keine Ahnung, ob wir das hinkriegen. Schauen wir mal. Ja, okay, Schaden ist okay. Ist natürlich ein bisschen langsam. Weil man hier, und man hat auch keine Karnevalsfratze. Das heißt, ich schieße alleine den... Oh doch. Hä? Verstehe ich nicht. Das ist ein 50er. Ja, nur ich schieße die Pfeile. Meine Fetische nicht, weil die Karnevalsfratze fehlt. Ach doch, Opportunisten ist doch drin, aber wo? In der Passiven habe ich es nicht gesehen. Wie kann das sein? Muss ich gleich nochmal gucken. Weil da habe ich nämlich die Opportunisten, die... Kukri, ja, okay, bringt mir halt was für die Fetische, dass sie die schnell wieder beschwören kann, aber sonst ist das halt Quatsch. Ich habe halt auch kein Voodoo drin, ne, der mir was bringen würde. Hoffentlich geht es hier unten lang und nicht links. Ja, aber klar, Sackgasse. Aber das Pack kann man mitnehmen, wenn man hier kurz um die Ecke rumgeht. Auch doch, Opportunisten ist wohl in den Passiven drin.
Habe ich bloß nicht richtig geguckt. Muss ja in einem Passiven drin sein. Geht nicht anders. Also eigentlich kann man durchrennen, man braucht gar nicht selber zu schießen. Kanalisieren ist natürlich geil für die Heuschreckenplage, dass man die durchcasten kann. Oh, Schild ist gut. Ja, die machen halt alles platt, ne? Das geht halt. Ich habe mich am Anfang zu sehr darauf versteift, den Giftpfeil zu benutzen, ist aber Quatsch. Weil das ein physisches Bild ist, somit machen die genug Schaden eigentlich. Auf diesem Level, wohlgemerkt. Eile. Die gehen so schnell down hier, das Pack. Ah, kein Problem. Nein, da bin ich doch noch gestorben. So. Ja, ach. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das abschließen soll, weil wenn Freitag wirklich die Season losgehen sollte, dann möchte ich das nicht abgeben bei Edira. Und somit mache ich das auch erstmal nicht. Aber es ist zu schaffen, ne? Also mit dem Hinweis darauf, dass vielleicht Freitag die Season losgeht, was sehr unwahrscheinlich ist, weil sie es immer noch nicht angekündigt haben. Deswegen wahrscheinlich nächste oder übernächste Woche. Aber es macht ja nichts, wenn man wartet. Man hat ja nichts davon. In der Non-Season braucht man es ja eh nicht. Deswegen höre ich jetzt hier auf und gehe jetzt hier raus. Und somit, ja, viel Spaß dabei. Bei Fragen, Sorgen, Nöte, Anträge, alles in die Comments rein. Da haben wir die Opportunisten. Alles klar. Wir haben keine Karnevalsfratze. Dafür haben wir die uralten Sachen hier alle an. Und es funktioniert mit einem 50er und 900 Paragon. Kann man da sehen, wie der Paragon geskillt hat? Ja, ein bisschen in Vita, sonst da rein. Und Mana, ja, gut. Aber hier alles ausgeskillt. Da. Gut, okay, das war's erstmal soweit. Wie gesagt, bei Fragen, Sorgen, Nöte, Anträge, alles in die Comments rein. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.